Gestern haben wir gesehen, wie wir eigene Funktionen erstellen können, um immer wieder gleiche Aufgaben erledigen zu können. Glücklicherweise haben sich vor uns schon viele andere damit beschäftigt, wie man den Funktionsumfang der Entwicklungsumgebung erweitern kann und stellen fertige Programmbibliotheken zur Verfügung. Wir müssen das Fahrrad also nicht immer wieder neu erfinden. Einige nützliche Programmbibliotheken werden bereits mit der Arduino-Software mitgeliefert. Die Liste findet man unter dem Menüpunkt Sketch. Um die in unser Programm einzubinden, müssen wir nicht den kompletten Programmcode kopieren, sondern das geschieht durch den Befehl include und den Dateinamen der Bibliothek. So eine Bibliothek besteht aus mindestens zwei Dateien. Der Header-Datei mit der Endung h, sie enthält die Auflistung der verfügbaren Funktionen, und einer CPP-Datei mit dem eigentlichen Programmcode. Neue Bibliotheken kann man auf zwei Arten installieren. Einmal manuell. Man lädt eine ZIP-Datei mit der Bibliothek herunter. Dann findet man im Menü Bibliothek einbinden den Punkt ZIP-Bibliothek hinzufügen und klickt dann die ZIP-Datei einfach an. Die zweite Möglichkeit geht über den Bibliotheksverwalter im Werkzeugkasten. Hier findet man eine lange Liste von verfügbaren Bibliotheken. Wenn man die automatische Update-Funktion der Arduino-Software aktiviert lässt, bleibt man auch immer auf dem neuesten Stand. Um die Suche ein bisschen einzugrenzen, kann man nach einem bestimmten Thema suchen, zum Beispiel Ansteuerung von Displays. Oder man gibt den Namen der Bibliothek an, wenn man ihn kennt. Ja, die Bibliothek Liquid Crystal I²C kann für uns ganz nützlich sein. Einfach installieren. Und sie erscheint in der Bibliotheksliste. Etwas verwirrend ist, dass die Bibliotheken an drei verschiedenen Orten abgelegt werden. Die bereits vorinstallierten finden wir im Programmordner unter Libraries. Einige aber auch versteckt im Ordner Hardware. Soweit ich das verstanden habe, sind das die Bibliotheken, die nur auf dieser speziellen Hardware funktionieren, also in meinem Fall auf dem Arduino Uno, während die anderen auf allen Boards laufen. Der dritte Ort hängt vom Betriebssystem ab. In meinem Windows legt die Arduino-Software unter Dokumente ein Sketchbook an, in dem alle eigenen Programme gespeichert werden. Und hier im Ordner Libraries finden wir die beiden neu installierten Bibliotheken. Es wird auch empfohlen, die hier zu installieren. Der Programmcompiler sucht immer erst hier. Eine ältere Version der gleichen Bibliothek im Programmordner würde er ignorieren. Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht im Sketchbook die ältere Version hat, weil die sonst in das Programm eingebunden wird. Die Verteilung der Bibliotheken auf drei verschiedene Orte ist vielleicht nicht die optimalste Lösung. Wer sich für den Programmcode interessiert, möchte vielleicht mal in die Dateien reinsehen. Sie lassen sich mit jedem einfachen Texteditor öffnen. Nur die Arduino IDE weigert sich und behauptet, sie könne die Dateien nicht öffnen. Witzigerweise funktioniert das aber problemlos, wenn man die Datei per Drag and Drop auf den grünen Balken in der Arduino-Software zieht. Das war eine kurze Einführung zu dem Thema und morgen werden wir dann mit einer Bibliothek arbeiten.